Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crystal Chronicles The Crystal Bearers. Wir sind jetzt in einem Kanal. Wir waren in einem Kanal. Nein, das ist der Kanal. Oh. Ach so, Kanal. Wie ein Wasserkanal. Ja. We were under the Victory Monument, huh? That crystal shard. Welches Siegesmonument? Lael, let's use your powers to haul it out. Do it yourself. You're no fun. Well, I guess this is goodbye then. Hoffentlich. Hey, Bell. Wir werden sie nie wiedersehen. Oh, am I? Well, don't worry about me. I'm used to being chased around. I'm a Selkie. I can handle it solo. We'll see you later, Lael. Deswegen wollte sie auch gerade Lales Hilfe dabei, den Kristall herauszuschieben. Mysteriöser Kuttentyp. Well then. Wir haben zwar keine Ahnung, was das heißen soll, aber ich schätze, wir haben ein Ziel. Hey, es ist Sid. Wir können in einem Final Fantasy Spiel doch bitte keine Bitte von Sid ignorieren. Es ist sehr amüsant, dass, obwohl Leia sich an überhaupt nichts wirklich hochzieht, er trotzdem solche Indikatoren braucht, um zu wissen, okay, hier kann ich hochspringen. Also ich finde es nicht schlecht, dass man die grundsätzlich da hat. Aber so aus einer Gameplay-Perspektive her und so, wenn man die Immersion in das Spiel betrachten möchte, würde es mehr Sinn machen, dass die Kanten irgendwie markiert sind, ja. Aber dass man dann auch wirklich überall hochspringen kann und nicht nur da, wo die Pflanzen wachsen. Yep. Ja, und wie ich schon vorher angemerkt habe, Stiltskin wird uns als Navigator dienen. Wenn immer wir keinen Plan haben, wohin, fragst du Stiltskin. Darf ich darunter verstehen, dass die Skills Steel Skin der eigentliche Overlord in diesem Universum ist und der dich einfach nur überwacht, was du so tust? Vielleicht. Weil er weiß, wohin es geht und er weiß, wo du hin möchtest. Gut möglich. Oh, guck mal, wir werden auch gesucht. Yeah! Joink. Das nehme ich gleich mit. Das von Bell darf ich leider nicht mitnehmen, weil ich schon eins habe. Buh. Darfst du es nur einmal aufsammeln? Ja. Und das jedenfalls, wir haben eine Kompassnadel. Führt sie dich tatsächlich dahin, wo du hin sollst? Also dreht sie sich, je nachdem, wie du dich bewegst? Die dreht sich in die Richtung, wo ich hin soll. Also wo die Ortschaft ausgewiesen ist. Also hier in diesem Fall die östliche Wildnis. Das ist cool. Das mag ich. Ist eine interessante Art und Weise, solche Zielmarker zu machen. Okay, Zeit für den Kampf. Wir haben neue Freunde. Ah, Knochen sind. Ja. Yep. Und das Skelett ist gar nicht davon amüsiert, dass das sein Helm missbraucht. Nee, irgendwie nicht. Aber die Wölfe mögen's. Hier, nimm diesen Helm. Nimm diesen Framerate-Einbruch. Natürlich. Was denn? Du hast doch nicht etwa ernsthaft erwartet, dass dieses Spiel sowas wie ein Niveau hat. Oh, einfach Bändchen. Jo, er hat die Knochen verdient.
Hier kriegst du einen ganzen Haufen. Fügen die Hunde dem Skelett Schaden zu, indem sie an den Kopf knabbern? Ich weiß es offen gestanden nicht. Ich habe es nie wirklich genau beobachtet. Okay. Tja, hier ist jetzt nicht mehr wirklich viel was, aber irgendwie geht der Kampfmodus immer noch weiter. Schau mal bitte auf den Kompasswerter, Spieler, da ist was angegeben. Dort, wo nämlich weitere Gegner sind, da leuchtet es rot. Ist das die Kampfmelodie, die wir gerade hören, oder ist das einfach nur die Melodie für den Ort? Das ist die Kampfmelodie. Für den Ort. Es gibt ein paar Gegenden, die haben einzigartige Kampfmelodien, oder zumindest andere. Ja, das dachte ich mir, nur mein Gedanke war gerade eher so... Die Melodie macht für mich den Eindruck, als wäre das Minispielmelodie. Mhm. Aber wenn ich mir das Spiel so insgesamt angucke, habe ich das Gefühl, ja, es passt auch irgendwie dann. Wenn man so darüber nachdenkt, das ist ja nur irgendwie ein Minispiel. Eine Minispielsammlung. Na, von der es auf der Wii praktisch keine gab. Marktlücke und so. Ironie, schlägt das Skelett mit seinem eigenen Kopf. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Ha. Wuhu, wir haben es geschafft. Jetzt ist das normale Weltleben. Au. Das hast du verdient. Ja. Ich hab dem Büffel wieder aufgeholfen. Das sah nicht so aus, als wären die umgefallen. Das sah so aus, als würden sie sich suhlen. Hallo, Herr Vogelschuh. Oh. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Es ist mir vollkommen egal, was Lady passiert. Er hat sowas von verdient. Wir sind Kühe, Arnold, Franz. Was? Ja! Willkommen bei Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers, wo die Kühe wie Schrotflinten ihre Milch verschießen. Farmer ist ein gefährlicher Job in Final Fantasy Crystal Barrels. Ja, aber hallo. Und das Beste ist, du kannst es selber auch nutzen. Kannst das Spiel ist so bescheuert, aber auf die beste Art. Gut, was machen unsere Büffel hier? Immer noch Spaß haben, das ist schön. Lass mich da raus, danke. Hm, oder? Ja. Jetzt entscheide dich doch mal. Nein! Ich habe nur geschaut, ob da noch irgendwie ein anderer Zugang ist oder so. Barrel! Hast du Lust auf Zeitungen? Fabelwesen. Kronkorken? Mit Kronkorken, ja. Alles über den Kronkorken. Das ist nur noch 15 Monster.
Schau mal, Mama, ich bin in der Zeitung. Also in der echten Welt wäre es ja eher so, dass sobald die Verwendung von den dunklen Kräften, in Anführungszeichen dunklen Kräften der Kristallträger, in der Stadt verboten wird, dass die Zahl der Kristallträgerdelikte rapide hochsteigt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der Einsatz... Die plötzlich unter Strafe stehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es verboten wurde. Gibt es auch geschichtliche Beweise für, wie es nun mal heutzutage auch mit Drogen ist. Sobald es verboten wurde, natürlich geht dann die Zahl hoch. Weil vorher war es ja erlaubt. Naja, da ist unser Ziel. Wir haben unseren ersten Kronkorken. Joink! Also so cool diese Mechanik auch ist, muss ich jetzt nur daran denken, dass irgendwer ständig anscheinend neue Wegweise aufstellen muss. Ja. Auch nur, okay, das kommt darauf an, wie viele Kristallträger hier durch die Gegend latschen und die Schilde einfach abreißen. Das ist die nächste Frage. Wie hoch ist die Population an Kristallträgern? Oder können das nur Kristallträger? Können das auch normale Leute und die, was weiß ich, die schleudern das Ding halt in die Luft und dann zeigt es in die richtige Richtung oder so? Also es sah ja danach aus, nachdem du das Ding weggeschleudert hast, dass es dann immer noch in die richtige Richtung gezeigt hat. Jo. Also es, ich könnte mir vorstellen, dass das jeder tun könnte. Und dann macht man schon einen richtigen Job daraus. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Stell dir mal vor, wie du Leute damit beschäftigen könntest, immer dieses scheiß Schild wieder zu finden. Okay, Frank, du musst bitte nochmal auf Route XY, da ist wieder das Schild weggegangen. Hier ist das, hier ist der Radar dafür, bitte. Komm bitte vor dem Kaffee wieder zurück, danke. Jetzt muss ich daran denken, hier, wo du gesagt hast, hier ist der Radar dafür. Es gibt einen Radar für das Schild. Das heißt, es gibt einen Wegweiser für den Wegweiser. Natürlich. Zumindest ist das Radar, nicht der Radar. Ist egal. Mir nicht. Brief. Ihr seid alle schlecht mit eurem Jobs. Jede einzelne Wache. Dieser Brief von neben dir. Da hängt er. Vielleicht. Oh, nee, das ist eine Karte. Okay. Du müsstest nur einmal raufgucken. Komisch, bist du dieser Klavat, von dem ich gerade gelesen habe? Nee, komplett andere Person. Hättest das Bild daneben. Ständig nach. Hättest das Bild daneben. Ja, ich habe schon häufiger gehört, dass ich genau so aussehe. Muss leider gestehen, es ist erblich. Ich weiß, dass wir beides Kristallträger sind. Das ist auch ein dummer Zufall. Was, wolltest du, dass er noch wächst, weil er eine Pflanze ist? Natürlich. Warum bekommst du noch einen Brief? Stimmt! Kommt ein bisschen spät. Nee, aber die wurden angegriffen. Das haben wir beobachtet. Ja. Eine Menge Hebel für nichts. Ne, der Linke hat's aufgemacht, der Rechte hat's zugemacht. Ich hab keine Ahnung, was der in der Mitte gemacht hat. Vielleicht werden wir es später nochmal herausfinden. Au, ich brenne. Na, komm. Okay, ich brenne nicht mehr. Nee.
Tja, und da sind wir vor der großen Werkstatt von Onkel Sid. Und noch ein Brief! Aber den kennen wir schon. Du bekommst denselben Brief häufiger! Die Briefe wiederholen sich leider insgesamt ziemlich stark. Also es gibt viele Situationen, in denen wir immer wieder dieselben Briefe kriegen. Das ist ein bisschen doof. Du hast einen neuen Brief. Ach nee, warte. Den kennen wir schon. Das ist nicht intuitiv irgendwie. Nee, und es wird leider auch nie wirklich markiert. Also wir werden noch so einige Situationen sehen, in denen ich einen Brief einsammle und sich dann herausstellt, och, den hatten wir ja schon 20 Mal. Na toll. Schließt jetzt schon eure Wetten ab, wie oft wir diesen einen Fahndungsbrief sehen. Ihr habt bis nächste Woche Zeit, um das herauszufinden. Vielen Dank fürs Zusehen.